Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Hearts 2 und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sind wir hier im Weihnachtsland und wir versuchen dem Weihnachtsmann zu helfen, denn auch Furcht, Angst und Schrecken, die drei quasi Rabauken aus Halloween Town, sind mit rübergekommen ins Weihnachtsland. Und wir versuchen, die Kleinen jetzt aufzuhalten. Und hier sind die Spuren werden wir jetzt mal verfolgen. Und schauen, ob wir die Rabauken erwischen. Diese Fußspuren sind fast nicht mehr zu erkennen. Wir können sie gar nicht aus den Augen verlieren bei den deutlichen Fußspuren. Aber sie könnten uns eine Falle gestellt haben. Wir sollten gut vorbereitet sein. Sie sind zurück nach Halloween Town geflohen. Hier sind jedenfalls seltsame Fußspuren. Sind die drei barfuß? Nicky Kraus wird wohl erst wieder mit uns reden, wenn wir diese drei Racker geschnappt haben. Wir müssen sie finden und zu ihm bringen. Ja, das können wir auch machen, aber vorher speichern wir nochmal eben kurz. Das ist ja schnell erledigt und ist sicher. Dann gehen wir mal ins Hinterland. So, und hier sind die Spuren weit, oder hier gehen die Spuren weiter. So, es ist tatsächlich so, dass wir, obwohl wir Minus-Kombo reingemacht haben, wir so eigentlich stärker sind. Denn durch die Minus-Kombo kommen wir schneller auf den Punkt und setzen schneller unsere stärksten Attacken ein. Und dadurch sind wir effektiver. Ach, wie gern ich doch dieses lächerliche Weihnachtsland zerstört hätte. Aber jetzt, wo Sora und diese zwei Hofnarren hier sind, ist eine Planänderung angebracht. Die Rache kommt vor dem Vergnügen. Na dann. Die hinterhältigste, gemeinste Sorte natürlich. Das klingt wirklich böse. So böse wie Buki? Das wäre super duper böse. Boogie Boogie, diese insektenverseuchte Wundertüte der Niedertracht. Wie überaus verlockend. Und wo finde ich ihn? Jack und seine doofen Freunde haben ihn vernichtet. Ach ja, ich erinnere mich. Umso verlockender. Dann will ich euch euren Herrn und Meister wiederbringen. Malefiz wird immer in Disney als eine der mächtigsten, oder wenn nicht sogar die mächtigste, dargestellt. Das finde ich immer ein bisschen komisch irgendwie. Warum Malefiz? Ich meine, es gibt da so viele andere Charaktere und so viele andere Bösewichte, die auch sehr stark sind. Diese Fußspuren scheinen frisch zu sein. Na, wobei Ursula kann man wohl schwer an Land einbringen, die ja auch so magische Kräfte hat, sage ich mal. Aber ich meine, die ist nun mal halt so ein Tentakelvieh. Somit kann man die von Ariel nicht an Land einsetzen. Aber zum Beispiel den von Aladdin. Den Jafar könnte man auch gut als Anführer nehmen. Diese Fußspuren sind erst wenige Minuten alt. Oder wen gibt es denn noch? Gibt es nicht auch in irgendeinem anderen noch eine böse Hexe? Ach nee, es gibt noch dieses Rapunzel. Nee, nicht Rapunzel. Wie heißt die denn nochmal? Cinderella? Aber ist ja nur eine böse Mutter. Nichts weiter. Da ist er wieder, der Oogie Boogie. Jetzt kommt wieder Schwung ins Geziefer. Du hast einen ganzen Sack voll gut bei mir, Malefiz. Dann zeig dich doch gleich erkenntlich. Erinnerst du dich an Sora, Donald und Goofy? Ob ich mich erinnere? Du machst voll Witze. Wie könnte ich jemals vergessen, was sie mir... was haben sie mir nochmal angetan? Dich zermalmt wie einen Käfer. Das klingt übel. Jack hat geholfen. Noch übler. Sie haben dich platt gebügelt. Stimmt. Das vergesse ich so schnell nicht. Oh nein,
Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Und auch das Einzige, bis ich diesen Clowns nicht gezeigt habe, dass man sich besser nicht mit Oogie Boogie anlegt. Jawohl, gut so. Das nenne ich Kampfgeist. Und ich habe mir auch schon den perfekten Plan überlegt. Schon mal was vom Weihnachtsland gehört? Oogie Boogie! Wach auf, wach auf! Wir wollen sehen, wie böse du bist. Ist er eingepennt? Ich muss wohl noch etwas erholen. Ihr drei bleibt hier und haltet Zora und die anderen auf Trab. Man kann sich das eigentlich so merken. Malefiz kämpft mit Herzlosen und die Organisation 13 kämpft mit niemanden. Oder niemande. Und ja, das sind eigentlich unterschiedliche Wesen, wobei die trotzdem sich meistens relativ ähnlich sehen. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier mit dem gegen den hier anrichten. Alter, der scheint echt hart zu sein, der Gegner. Aber echt hart. Ich komme da gar nicht ran. Ich komme an den nicht ran, Alter. Willst du mich verarschen? So, jetzt bin ich mal dran. So, machen wir den mal fertig. Also man muss einfach laufen und diese Kugeln quasi ignorieren, diese Feuerbälle. Denn sonst kommt man an den Gegner gar nicht wirklich ran. Was geht denn jetzt da oben ab? Wie weit oben ist denn das Kackding gerade? Das hält aber echt sau viel aus, dieses Ding. Da haben wir ihn wieder unten. Aber wir haben ihn jetzt schon echt viele Balken weggehauen. Na komm, weiter geht's. Ja, Mann, hau ihn weg. Alter, die hat hier aber echt einen starken Herzlosen gelassen. Naja, also was heißt stark? Zumindest mit sehr viel Durchhaltevermögen. Geschafft! Da-daum! Und wir haben mehr HP bekommen. Nice! Als Boni fast für alle mehr HP, außer für Donald. Ich glaube, der hat Hyperheilung bekommen. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir mal sehen, ob Oogie Boogie bereit ist? Oogie? Ist er nicht derjenige, der damit versucht hat, die Stadt zu übernehmen? Genau. Der Freunde, ich hoffe, ihr seid auf Probleme vorbereitet. Genau der, sorry. Inzwischen sind wir es doch gar nicht mehr anders gewohnt.
Manchmal verkacke ich die Vertonung so, Betonung so ein bisschen. Wenn ich einfach nur versuche, schnell zu lesen. Und jetzt ist auch der Weihnachtsmann in Halloween Town. Jetzt habe ich mich verlaufen. Er hat sich schon verlaufen, dabei ist er gerade erst aus der Tür rausgekommen. Krass. Ist ja ein wirklicher Superbrain. Wie überaus unüberlegt von mir, wo ich mich doch auf Weihnachten vorbereiten sollte. Sind Sie Herr Niki Graus? Wenn du Nikolaus meinst, dann ja, der bin ich. Ich hatte gehofft, Sie hier anzutreffen, nachdem Jack den Wald erwähnte. Bitte, Sie müssen unbedingt ins Weihnachtsland zurückkehren. Ich befürchte, es könnte sich sonst etwas Schreckliches ereignen. Ich hinke zweifelsfrei mit meinen Vorbereitungen hinterher. Sag Jack, dass ich zu Hause auf ihn warten werde. Er wollte was wegen Weihnachten mit mir besprechen. Genau das ist das Problem. Gehen Sie nach Hause und verriegeln Sie die Tür. Und nicht aufmachen, falls er klopft. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass er der Nikolaus ist. Der Dicke in Rot. Den Rauschebart soll ich also entführen? Ganz recht. Sperre ihn weg und fang dann damit an, das Weihnachtsland auseinanderzunehmen. Das wird Zora und die anderen mit Sicherheit anlocken. Und dann gehören sie mir. Ja, und ich verwandle inzwischen den herzlichen Nikolaus in einen Herzlosen. Besprechung vorbei. Wer ist da? Oh. Oh. Er nimmt ihn direkt mit. Dann müssen wir uns wohl auch gleich auf Rettungsmission begeben. Was ist los, Sally? Jack, Oogie Boogie hat Niki Graus gekidnappt. Oh nein. Und er ist ins Weihnachtsland unterwegs. Na los, Jack, wir müssen uns beeilen. Was ich jetzt nochmal sagen wollte, was ich nicht ganz verstehe, ist, dass es der Nikolaus ist, der hier die ganze Zeit von Weihnachten spricht. Denn ganz ehrlich, also ich kenne es hier in Deutschland so. Gut, das Spiel wurde sicherlich nicht von Deutschen entwickelt. Von dem her weiß ich ja nicht, wie das in anderen Ländern läuft. Aber ich kenne es so, dass der Nikolaus nur für Nikolaus zuständig ist. Und für Weihnachten gibt es den Weihnachtsmann. Und die beiden sind nicht ein und dieselbe Person. Soweit ich weiß, sind sie sogar geschichtlich. Wenn dann... Naja, eigentlich sind sie ja grundsätzlich mal Erfindungen. Aber wenn dann, sollten sie Brüder sein. Und der eine, der Weihnachtsmann, Santa Claus, kümmert sich um Weihnachten. Und der andere, Nikolaus, kümmert sich um Nikolaus. Und das sind ja beides Erfindungen, die quasi sich an christliche oder katholische Ereignisse anlehnen. Wobei, noch weiter will ich da drauf nicht eingehen, sonst laber ich hier nur Scheiße. Weil das Ding ist, ich bin ein quasi Heide. Also ich habe keine Religion, weil ich ungläubig bin, was diese Sachen angeht. Also ich habe... ich halte von Religion nichts. Für mich ist das so mit einer der größten Verarschen, die am Menschen betrieben werden. Und die größte Geldmacherei überhaupt. Und im Prinzip so ein Manipulationswerkzeug, womit man die Bevölkerung quasi kontrollieren möchte. Und in seine gewissen Bahnen lenken möchte. Also man nutzt es als Machtwerkzeug aus, meiner Meinung nach. Aber gut. Soweit will ich mich damit gar nicht auseinandersetzen oder ich will da auch gar nicht wirklich drüber diskutieren. Aber ich kann damit halt nichts anfangen. Ich toleriere jeden, der Meinung ist, das hilft ihm und dass er, wenn er damit glücklich ist, dann soll er gerne an Gott und die Welt glauben. Ich glaube auch, dass es irgendwas gibt, wodurch vielleicht die Planeten und die Welten und so weiter entstanden sind und erschaffen wurden. Aber nicht, ich glaube nicht, dass das, was in der Bibel steht, oder in irgendeinem Koran oder was auch immer. Das ist für mich, ja, für mich persönlich Quatsch, aber jeder andere kann halt glauben, was er will, ganz klar. Ja, das war's aber auch schon mit dieser Folge und meiner kleinen religiösen Geschichte.
Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Kingdom Hearts 2 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao!